Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 10. Wir sind noch im Kapitel endlichdimensionale normierte Räume und wir wollen uns mal kompakte Mengen in normierten Räumen heute anschauen. Ja, wir haben im letzten Semester bereits kompakte Teilmengen von R und C betrachtet und wir möchten jetzt diesen Begriff für allgemeine metrische Räume einführen. Ist also M ein metrischer Raum und wir nennen dann eine Teilmenge K von M kompakt, falls jede Folge in K eine konvergente Teilfolge besitzt. Das heißt, die Teilfolge muss in M konvergieren und der Grenzwert muss in K drin liegen. Ja, zu dieser Definition ist einiges zu bemerken und zunächst möchte ich anmerken, dass wir in dieser Definition hier eigentlich den Begriff der Folgenkompaktheit definiert haben. Um diese Bemerkung zu verstehen, möchte ich mal vorweggreifen, dass wir am Ende des Semesters den Begriff des metrischen Raumes verallgemeinern werden. Wir werden sogenannte topologische Räume betrachten. Ein topologischer Raum ist eine Menge, ein Raum, zusammen mit einem System der offenen Mengen. Man wird nämlich feststellen, dass wenn man zum Beispiel einen metrischen Raum hat und sich die Menge aller offenen Mengen ansieht, dann wird man feststellen, dass dieses Mengensystem bestimmte Eigenschaften erfüllt. Und zweitens stellt man fest, dass man alle topologischen Begriffe wie Konvergenz, Stetigkeit und eben auch Kompaktheit alleinig mit Hilfe offener Mengen definieren kann. Und das wird dann auf den Begriff topologische Räume führen. Und in topologischen Räumen, die eben eine allgemeinere Struktur sind als metrische Räume, kann man auch über kompakte Mengen sprechen. Aber man wird dann Kompaktheit anders definieren, nämlich basierend auf den offenen Mengen. Und die Definition wird dann die Überdeckungseigenschaft kompakter Mengen genannt. Und es stellt sich heraus, dass in allgemeinen topologischen Räumen die Überdeckungseigenschaft und die Folgenkompaktheit, die wir hier eingeführt haben, nicht übereinstimmen. Man nennt diese Definition Folgenkompaktheit, weil man eben über Folgen und der Existenz konvergenter Teilfolgen spricht. Ja, aber wir werden auch sehen, dass in metrischen Räumen eben die Überdeckungseigenschaft und die Folgenkompaktheit dasselbe sind. Und deshalb sprechen wir jetzt der Einfachheit halber, weil wir jetzt in diesem Stadium der Vorlesung nur über metrische Räume und noch speziell über normierte Räume sprechen, einfach von Kompaktheit. Eine weitere Anmerkung ist die folgende. Wir haben ja im letzten Semester bereits die Kompaktheit für Teilmengen von R eingeführt und diese definiert als die Eigenschaft abgeschlossen und beschränkt zu sein. Und das war auch eine Vereinfachung, denn wie wir sehen werden, ist es so, dass in allgemeinen metrischen Räumen und auch in unendlich dimensionalen normierten Räumen eben die Eigenschaft kompakt zu sein, so wie wir es gerade definiert haben, und die Eigenschaft abgeschlossen und beschränkt zu sein verschieden sind. Was wir jetzt aber zeigen werden ist, und das kommt in dem nachfolgenden Lemma gleich dran, dass in der Tat für endlich dimensionale normierte Räume Kompaktheit und abgeschlossen und beschränkt zu sein dasselbe sind. Wir starten zunächst mal mit einer Richtung, die immer gilt, nämlich dass kompakte Mengen automatisch abgeschlossen und beschränkt sind. Und das ist der Inhalt dieses Lemmas, sei also x ein normierter Raum, k eine kompakte Teilmenge. Dann ist K abgeschlossen und beschränkt. Wir können das mittels Kontraposition zeigen. Dazu müssen wir zum einen zeigen, dass wenn K nicht beschränkt ist, dass dann K nicht kompakt sein kann. Und zum anderen müssen wir zeigen, dass wenn K nicht abgeschlossen ist, dann kann K auch nicht kompakt sein. Ja, wenn wir annehmen, dass K eben nicht beschränkt ist, dann kann man zeigen, die Details finden Sie im Skript, dass dann eine Folge in K existiert, die unbeschränkt ist. Mehr noch, man kann sagen, dass eine Folge existiert, sodass sämtliche Teilfolgen dieser Folge unbeschränkt sind. Ja, und so eine Folge kann keine konvergente Teilfolge haben, denn
konvergente Folgen müssen ja beschränkt sein in metrischen Räumen. Und damit haben wir gezeigt, K unbeschränkt impliziert, dass K eben nicht kompakt sein kann. Andererseits, wenn K nicht abgeschlossen ist, dann können wir aufgrund der Folgencharakterisierung der Abgeschlossenheit eine Folge finden, nennen wir die mal xn, die in K drin liegt. Die Folge ist konvergent in x, aber der Grenzwert ist kein Element von K. Na, und so eine Folge kann natürlich keine Teilfolge haben, die in K selber konvergiert, denn jede Teilfolge dieser Folge muss wieder gegen x konvergieren, aber x liegt nicht in K. Und mit diesen zwei Argumenten haben wir dann dieses Lemma bewiesen. Ja, während die Implikation Kompaktheit impliziert abgeschlossen und beschränkt für beliebige normierte Räume und eben auch unendlich dimensionale normierte Räume richtig ist, gilt die umgekehrte Richtung nur in endlich dimensionalen normierten Räumen. Und wir werden das im Laufe dieses Kapitels eben beweisen. Und als ersten Schritt, um das zu sehen, zeigen wir dieses Lemma. In diesem Lemma geht es um den KD ausgestattet mit der Maximumsnorm. Und wir zeigen, für Teilmengen in diesem Raum ist Kompaktheit äquivalent zu abgeschlossen und beschränkt. Ja, wir müssen nur eine Richtung zeigen, denn die Richtung kompakt impliziert abgeschlossen und beschränkt. Das haben wir gerade in dem vorangegangenen Lemma bewiesen. Das heißt, wir müssen jetzt uns nur klar machen, dass auch die Rückrichtung gilt. Ja, und dazu nehmen wir mal an, dass wir eben eine Menge K haben, die abgeschlossen ist und beschränkt. Und um Kompaktheit von K nachzuweisen, müssen wir uns jetzt eine beliebige Folge ansehen. Ich nenne die jetzt mal xn. Also das ist eine Folge in K. Und wir müssen zeigen, dass diese Folge dann einen Grenzwert besitzt, also konvergent ist, und der Grenzwert in K drin liegt. Für eine Teilfolge. Ja, und zunächst stellt man fest, wenn man sich die Komponentenfolgen ansieht, die ich hier mit xni bezeichnen möchte. Jedes xn ist ja ein Vektor im KD und wir bezeichnen damit halt die ith Komponente. Dann sind das alles beschränkte Folgen, und zwar in K. Und hier haben wir benutzt ein Lemma, das wir schon bewiesen haben, das eben gezeigt hat, also eine Folge, die bezüglich der Maximumsnorm beschränkt ist, hat die Eigenschaft, dass auch alle Komponentenfolgen beschränkt sind. Okay, wenn wir uns erinnern, wie wir bewiesen hatten in der Analysis 1, dass abgeschlossene und beschränkte Folgen eben die Eigenschaft haben, folgenkompakt zu sein. Was hatten wir da benutzt? Wir hatten dort den Satz von Bolzano-Weierstrass benutzt, der eben sagt, dass beschränkte Folgen in R oder in C eine konvergente Teilfolge besitzen. Und das führt nun dazu, dass, wenn wir uns die erste Komponentenfolge ansehen, xn1, dann besitzt diese hier eine Teilfolge. Ich nenne die mal xnl1, die eben konvergent ist und einen Grenzwert hat, den ich hier x1 nenne, und der Grenzwert liegt in k. Und von dieser Teilfolge können wir uns jetzt, oder entlang dieser Teilfolge können wir uns die zweite Komponente anschauen. Da haben wir auch eine beschränkte Folge. Wir können wieder den Satz von Bolzano-Weierstrass anwenden und kriegen dann eine zweite Teilfolge. Das ist dann eine Teilfolge der Teilfolge, das ist nämlich die man x nl und dann nk als Index. Und diese Teilfolge der Teilfolge ist auch konvergent gegen den Grenzwert, den ich x2 nenne. Und weil das eine Teilfolge ist von der ersten, ist entlang dieser Teilfolge der Teilfolge natürlich auch die erste Komponente noch konvergent. Und so können wir das iterieren, endliche Male, nämlich genau d mal, und erhalten am Schluss eben eine Teilfolge, die ich jetzt anders benennen möchte. Ich nenne die jetzt mal xn
J und dieses XNJ konvergiert für jede Komponente. Und das bedeutet, dass die eben auch in dem endlichdimensionalen Raum bezüglich der Maximumsnorm konvergiert. Ja, und dann ist der Beweis eigentlich schon fast fertig. Als letztes können wir jetzt noch benutzen, dass eben K abgeschlossen ist, um festzustellen, dass dann dieser Grenzwert x, der zunächst nur mal in KD drin liegt, ein beliebiger Vektor ist, dass dieser Grenzwert eben in der abgeschlossenen Menge K liegen muss und damit besitzt die ursprüngliche Folge eine in K konvergente Teilfolge. Und der Beweis ist dann hier zu Ende. Ja, als Beispiel möchten wir uns die Einheitssphäre in dem Raum eben ansehen. Und das sind also alle Vektoren, deren Maximumsnorm gerade 1 ist. Und wir möchten zeigen, dass diese Menge kompakt ist. Und dazu müssen wir nach dem vorangegangenen Lemma eben nur nachweisen, dass die Menge abgeschlossen und beschränkt ist. Und zwar bezüglich der Maximumsnorm, der Norm in dem betrachteten Raum. Nun, ganz offensichtlich ist also diese Menge beschränkt, denn sie enthält ja nur Vektoren mit Länge 1. Und warum ist diese Menge abgeschlossen? Nun, das liegt daran, dass die Maximumsnorm eine stetige Funktion ist. Also, um das nochmal ganz explizit aufzuschreiben, wenn wir uns die Funktion anschauen, die einem Vektor gerade die Maximumsnorm zuordnet, dann ist das eine stetige Funktion. Wie sieht man das? Zunächst einmal ist es so, dass jede Norm die inverse Dreiecksungleichung erfüllt. Man zeigt das genauso wie für den Betrag auf R. Also Sie können den Beweis vom letzten Semester einfach für die Norm hernehmen. Und aus der inversen Dreiecksungleichung folgt dann eben sogar die Lipschitz-Stetigkeit der Norm. Okay, und jetzt, wenn man weiß, dass also die Norm stetig ist, kann man sich einfach eine Folge in der Einheitssphäre hernehmen und man weiß dann, und zwar eine Folge, die konvergent ist, sagen wir mit Grenzwert x. Und die Frage ist dann, ob x eben in der Einheitssphäre drin liegt, aber das ist klar, denn x ist ja der Grenzwert von xn. Und weil die Norm eben stetig ist, können wir den Limes nach draußen ziehen und sehen eben, dass wir in diesem Fall dann den Grenzwert nehmen der konstanten Folge 1 und da kommt dann eben 1 raus und das bedeutet, dieses x ist wieder in S enthalten. Und mit Hilfe der Folgencharakterisierung der Abgeschlossenheit sehen wir also, dass S abgeschlossen ist. Und damit ist S abgeschlossen und beschränkt und mit dem vorangegangenen Lemma eben auch kompakt. Ja, wir haben im vergangenen Semester uns stetige Funktionen auf kompakten Teilmengen von R angeguckt und dann festgestellt, dass dann diese Funktionen ein Maximum und ein Minimum annehmen. Und genau das Gleiche gilt nun in diesem allgemeineren Fall eines normierten Raumes. Das heißt, wenn wir einen normierten Raum haben, und eine kompakte Teilmenge, die nicht leer ist, und eine stetige Funktion auf der kompakten Teilmenge uns ansehen, dann können wir feststellen, dass es eben ein Minimum und einen Maximumspunkt in der kompakten Menge gibt, die eben die Funktion f auf k minimieren oder eben maximieren. Und als Konsequenz sehen wir auch, dass also das Bild dieser Funktion eine beschränkte Teilmenge von R sein muss. Ja, und der Beweis hierfür ist genauso wie der Beweis, den wir in der weniger allgemeinen Situation im vergangenen Semester durchgeführt haben. Man fängt an mit einer Minimierungsfolge, die dann aufgrund der Kompaktheit eine konvergente Teilfolge haben muss und kann dann mit Hilfe der Stetigkeit zum Grenzwert übergehen. Das können Sie nochmal in der Übung genauer sich ansehen. Ja, wir möchten diesen Satz an einem Beispiel demonstrieren und schauen uns hier eine Situation an, die eben auch in einem der späteren Beweise noch eine Anwendung finden wird.
Was machen wir hier? Wir schauen uns also den KD an mit der Maximumsnorm und bezeichnen mit S wieder die Einheitssphäre bezüglich der Maximumsnorm. Dann wählen wir uns eine Funktion f, die stetig sein soll und auf dieser Einheitssphäre eben definiert ist. Und die soll strikt positiv sein für alle Punkte aus der Sphäre. Und die Behauptung ist dann, das Infimum dieser Funktion ist strikt positiv. Vielleicht bevor wir das beweisen, können wir uns klar machen, dass wir hier dieses S nicht durch eine beliebige Menge ersetzen können. Beispielsweise, wenn wir statt S den ganzen KD uns angucken würden und für F die Funktion wählen würden 1 plus Maximumsnorm von x hoch minus 1. Das ist eine stetige Funktion. Die Funktion ist auch strikt positiv, aber das Infimum von f ist gerade 0. Aber eben für kompakte Mengen ist diese Aussage richtig, die hier steht. Ja, und wie beweist man nun diese Aussage? Nun, das ist ganz einfach. Aufgrund des Satzes, den wir uns gerade angeguckt haben, existiert eben eine Minimumstelle x Stern in S. Das heißt, f von x Stern ist gerade das Infimum von f über die Menge S. Und weil das x Stern ja in S drin liegt, folgt hieraus schon, dass f von x Stern eben positiv sein muss, aufgrund der Annahme, die wir hier getroffen haben. Und aufgrund der Identität folgt dann eben die Behauptung. Ja, damit sind wir schon am Ende von diesem Lernvideo und wir werden uns im nächsten Video damit beschäftigen, diese Aussagen zu verallgemeinern und zu zeigen, dass diese auch für beliebige, endlich dimensionale, normierte Räume wahr sind. Bis zum nächsten Mal.